Hallo und herzlich willkommen zurück in der Bastelecke. Ich bin ja gerade dabei, meinen ultimativen Selbstbau-Amiga zu bauen und bin schon ganz schön weit gekommen. Ich habe ein neues Motherboard zusammengelötet, in ein Desktop-Gehäuse eingebaut, eine PC-Floppy, also ein PC-Diskettenlaufwerk, umgebaut und eingebaut. Und das heißt, in dem Gehäuse haben wir erstmal einen vollständig funktionierenden Computer jetzt, vollständig funktionierenden Amiga. Um den zu benutzen, braucht man aber Eingabegeräte. Externe Tastatur haben wir, aber wir brauchen auch noch eine Maus. Standardmäßig ist bei dem ursprünglichen Amiga zumindest, also Amiga 1000, 2000 und 500, diese Tank-Maus dabei. Also nennt man Tank-Maus, weil es so ein bisschen wie so ein Panzer aussieht von der Anmutung. Stylisch, aber ich will ja möglichst viel neue Teile verwenden und die Maus, die gehört ja zu einem anderen Amiga. Also wollen wir eine eigene Maus haben und diese Mäuse haben ja Kugeln und das ist aus heutiger Sicht halt relativ ungenau und insbesondere sammelt sich halt Dreck drin und so. Und die Mausknöpfe hier, die leiern aus. Also da gibt es inzwischen bessere Technologie. Ja, und außerdem wollen wir ja was Neues. Also werde ich jetzt eine PC-Maus umbauen. Und beim letzten Mal hatte ich schon angekündigt, ich will eine Maus umbauen von USB. Das nicht ganz richtig, habe mich da vertan. Also es ist eine PS2-Maus. Man kann auch USB-Mäuse umrüsten, so wie ich das jetzt gleich tun würde für den Amiga, aber sie müssen das PS2-Protokoll unterstützen. Ja, denn wichtig ist, dass der USB-Chip, der das Ganze, die Signale zu USB macht, und der Chip, der die Maussignale verarbeitet, dass es zwei verschiedene sind. Dann kann man nämlich den USB-Chip gerade rausrupfen und hat dann das im Prinzip wie eine PS2-Maus. Das erkennt man daran übrigens, dass diese Mäuse, die das PS2-Protokoll unterstützen, mit so einem Adapter, ja, also das ist so ein USB-PS2-Mausadapter, hier kommt der USB-Stecker rein, da kommt PS2 raus, dass diese Mäuse mit so einem Adapter funktionieren. Das geht eben nur, wenn die Maus das PS2-Protokoll unterstützt. Und solche Mäuse, die kann man relativ einfach umbauen in eine Amiga-Maus. Und das machen wir heute. So, ja, wie gesagt, ich habe mir das mit dem USB gespart und nehme direkt eine PS2-Maus. Das ist jetzt einfach eine No-Name-PS2-Maus, habe ich bei einem großen Online-Auktionshaus gekauft und hat 5 Euro gekostet. Also günstiger geht's kaum. Allerdings braucht man ja noch das Kabel. Hier ist ein PS2-Kabel dran und da irgendwie einen DB9-Stecker, so heißt es glaube ich, also ein Amiga-Maus-Kabel-Stecker dran zu basteln, das ist jetzt nicht ganz so einfach, insbesondere das in gescheit zu bekommen. Aber da gibt es eine einfache Lösung. Und zwar habe ich hier auch für kleines Geld ein Joystick-Verlängerungskabel. So, und das hat genau den richtigen Anschluss hier mit dran und auch in so einem schönen vergossenen Kunststoffstecker. Ja, wenn man diese Stecker einzeln kauft, dann ist das ja aus Metall und noch mit so Klammern an der Seite. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir brauchen genau das hier. Und da werde ich jetzt einfach den anderen Teil, ja, das ist ja hier, damit man das so ineinander stecken kann, also halt, dass man da einen Joystick reinstecken kann, das werde ich jetzt einfach abschneiden. Und das Schöne hier an diesem Adapter ist, da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass hier alle Adern auch tatsächlich verbunden sind und nicht nur ein Teil. Denn wir werden hier für den Umbau im Prinzip alle Adern, alle neuen Adern auch brauchen. So, ich werde euch mal zeigen, wie das funktioniert. Ich habe da auch schon mal einen Prototypen gebaut davon. Das heißt, ich weiß, dass es funktioniert. Und hier können wir das schon mal sehen. Das ist die Platine aus der Maus. Anhand der kann ich euch das mal erklären. So, das allererste, was man machen muss, man muss herausfinden, was da eigentlich für ein Chip drauf ist.
Und das hier ist ein OMO2. Nee, hier, das Quark. Das ist ja der Sensor, was das hier für ein Chip ist. Also, das ist ein EM84510FP. So, und dann holt man sich die Beschreibung des Chips. Findet man meistens im Internet die Datasheets. Und dann können wir hier uns die Pin-Belegung anschauen. Und dann sehen wir hier so Sachen wie X1, X2, Y1, Y2, LMR, VSS, das ist Ground, also Masse, und VDD, das sind hier die 5, das ist das 5-Volt-Signal. Und hier muss man dann einfach die richtigen Adern von dem Joystick-Kabel da an die Stellen dran löten oder entweder direkt an den Chip oder an andere passende Stellen dran löten. Ja, ich habe hier das auch mal vorbereitet. Hier sehen wir die verschiedenen Anschlüsse, die verschiedenen Pins im Joystick-Port. Und ich habe auch schon mal getestet, ja, wenn wir das Kabel aufschneiden, dann sehen wir hier die verschiedenfarbigen Adern. Ich habe das mal durchgemessen, welcher Pin denn eigentlich wohin gehört, und habe dann mir aufgeschrieben, welche Ader hier auf welchem Pin ist. Genau, also ich habe das auch mit genau so einem Kabel hier gemacht. Werden wir auch gleich aufschneiden und ja, die Adern separieren dann. So, ja, hier können wir das sehen. Da habe ich jetzt die Adern drauf gelötet, und dann wird es noch ein bisschen knifflig, denn die Maus, die Bewegungsrichtung zu erfassen, das ist noch das Einfache, oder das halbwegs Einfache, denn PC- und Amiga-Mäuse unterscheiden sich doch in einem zentralen Punkt, nämlich den Mausknöpfen. Wenn bei einer PC-Maus der Mausknopf gedrückt wird, dann wird die entsprechende Leitung mit 5 Volt verbunden. Beim Amiga ist es aber anders. Dort wird, wenn man den Mausknopf drückt, die entsprechende Leitung für den Mausknopf mit der Masse verbunden. Das heißt, wir müssen Modifikationen hier an dem Board machen. Und zwar habe ich das hier so gemacht, dass ich die, ja, das ist hier die 5-Volt-Leitung. Ich habe die 5-Volt-Leitung hier durchtrennt und hier durchtrennt, sodass die Mausknöpfe, die sind hier, die Taster für die Mausknöpfe, dass die nicht mehr mit 5 Volt versorgt werden, und habe eine extra Leitung von der Masse hier hochgezogen. Allerdings wird dieser Teil hier noch benötigt, um hier die LED mit Strom zu versorgen. Also habe ich dann hier wieder 5 Volt draufgelegt, ja, damit dann hier verschiedene Bauteile, ja, oder zumindest ein Teil der Bauteile benötigt hier über diesen Teil 5 Volt. So, genau. Also, das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Wie immer gilt: Nachbasteln auf eigene Gefahr. Ich bin da ja kein Profi. Wenn hier Experten dabei sind, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Gottes Willen, was hat der denn da gemacht? Dann freue ich mich über Korrektur. Es hat aber schon mal, also bei der anderen Maus, die ich umgebaut habe, hat es funktioniert. Also bisher habe ich auch den Amiga, wo ich es angeschlossen habe, noch nicht geschrottet. Wie gesagt, wenn es Grund zur Sorge geben sollte, dann sagt bitte Bescheid. So, das erste, aufschrauben. Und hier sind die so ein bisschen abgedeckt, die Schraublöcher. Das machen wir jetzt einfach mal ab. Heben wir das auf. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich kann es mal hier, ich tue es mal damit rein. Kann später nochmal überlegen. So. So, das Board ist hier noch in die Unterseite reingeschraubt. Die Schrauben machen wir auch raus. So, ja, das ist hier quasi die Linse,
wo das LED-Licht dann durchgeht. Da ist die LED. Und wir nehmen auch mal das Rad hier raus. Ob das hinterher funktioniert, ich weiß es nicht. Von dem, was ich gelesen habe, sollen wohl die Anzahl der Leitungen nicht ausreichen, um das Mausrad zum Funktionieren zu bekommen. Aber also wir werden auf jeden Fall mal alles anschließen, was wir anschließen können. Aber man sollte es zumindest als dritten Mausknopf verwenden können dann. So, ne, das da rein. Jetzt sehen wir, hier kommt das PS2-Kabel rein. Sind auch nur 4 Adern. Da brauchen wir auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall mehr als 4 Adern anschließen, lasst es mich so ausdrücken. So, als allererstes müssen die alten Kabel hier mal weg und dafür starten wir mal die den Entlötkolben. Da ist ganz schön der Dreck drauf hier. Mal erstmal hier sauber. Ich kann so nicht arbeiten. So. Dann machen wir mal die Kabel hier ab. So. Und ab. Und weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das kommt irgendwo auf den vielleicht mal für irgendwas anderes Stapel. So, dann brauchen wir das neue Kabel. Mal so. Stecker abschneiden. Und dann versuchen wir mal das Kabel hier vorsichtig abzulösen. Mal gerade gucken, wie viel brauchen wir da ungefähr. So ungefähr in der Kategorie. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Adern. Also für jeden Pin haben wir eine Ader. So, und jetzt müssen wir gucken in der Belegung. Wo wir das dran löten. So, den brauchen wir so schnell nicht mehr. So, und zwar fangen wir mal mit dem Einfachen an. Spannung und Masse. Und dafür müssen wir jetzt natürlich so rumdenken. Also hier ist der Chip, ne, und da ist Pin 1 hier oben. Und der oberste Pin hier ist 5 Volt und der unterste Pin hier, das ist Masse. Gucken wir nochmal in der Lupe. So, also 5 Volt Masse. Das heißt, wenn wir das Ganze rumdrehen, dann muss hier, nee, wo ist es? Also da muss 5 Volt ran, das ist die weiße Leitung. Und ganz unten hier, da muss Masse ran, das ist die blaue Leitung. So. Genau, das habe ich hier auch genauso gemacht. Da sind 5 Volt, da sehen wir auch hier auf der Platine, das ist irgendwas Kleines zum Zeigen. Nehmen wir das hier. Also 5 Volt geht von hier aus nach da oben. Das muss man dann später unterbinden.
Aber da können wir das jetzt erstmal dran löten. So, bei den Kabellängen müssen wir ein bisschen gucken. Das Blau muss ganz nach unten. Und weiß dann nach da oben. So, und der So, bevor wir die anlöten, erstmal gucken, wo die anderen Adern hingehen, dass ich die Kabellängen notfalls noch mal etwas korrigieren kann. Ja, denn der Platz hier drin, der wird dann durchaus eng werden, also müssen wir uns im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber machen. So, die Adern sind alle abisoliert, die Spitzen. Ich habe wieder meine bewährte Zahntechnik verwendet. Aber wie immer gilt hier ja, erstens nachbasteln auf eigene Gefahr. Zweitens, wenn ihr Plastik verschluckt, ich war es nicht. Ja? Also das ist nur für Profis, also nur für Zahnabisolierprofis. Ansonsten nehmt lieber eine Abisolierzange. So, und dass das hier mal klar gesagt ist. So, jetzt werde ich die Spitzen der Adern verzinnen. Ich habe jetzt die Kabel, die Adern, die hier relativ weit oben sind. Da habe ich ein bisschen gekürzt zumindest. So ganz exakt kriege ich das jetzt auch nicht hin, aber damit wir ein bisschen die unterschiedlichen Aderlängen zumindest kompensieren können. So, dann nehmen wir wieder die Haltezange. Und ich kann schon mal den Lötkolben vorheizen. Und dann Stück für Stück die abisolierten Teile verzinnen. So, alle neuen Adern sind vorbereitet und verzinnt. Dann können wir jetzt tatsächlich anfangen, festzulöten. So. Von da oben kommt das Kabel rein und dann fangen wir jetzt an mit mal gucken, worum. Hier ist oben. Also fangen wir jetzt an mit Masse. Das müsste der hier sein. Und das war das blaue Kabel. Wenn ihr euch fragt, warum guckt er da 10.000 Mal nach? Sicher ist sicher. Auch wenn ich meine, mich erinnern zu können, hier werden Fehler hässlich. Deswegen gucke ich lieber noch 10 Mal nach und löte es dann fest, bevor ich sage, naja, wird schon passen und hinterher geht da nichts oder im schlimmsten Fall habe ich mir den Amiga geschrottet, wenn ich hier Spannungen falsch angeschlossen habe. So. Nochmal ein bisschen frisches Lötzinn drauf. Okay. Bestehenden Teil abschneiden. Dann machen wir weiter mit
weiß. Und zwar muss das an diesen Pin. Da vorher ein bisschen Lötzinn drauf. Ich glaube, ich mache am besten einfach überall. Ja. Ah, ich mache es Pin für Pin. Ein bisschen enges Handwerk mit den anderen Adern. So, dann machen wir weiter mit den Richtungen. Und zwar müssen wir da jetzt auf die andere Pinreihe, also jetzt waren wir hier, zu der Pinreihe. Und wir fangen an mit Y2 und Y1. Pin 15 und 14. Y2 ist rot. Genau, das hier ist Pin 1, dann ist das hier drüben Pin 16 und dann muss es hier an Pin 15. Und Pin 14 kann ich gleich auch vorbereiten. Y2 rot, dann Y1 so von meinem Schaubild ist grau. So, und dann geht es direkt weiter mit X2 und X1. So, das Bewegen sollte jetzt theoretisch schon funktionieren. Jetzt kommen die Mausknöpfe, und zwar links, mittel und rechts. So, das sind hier die Pins 9, 10 und 11. Ich muss nur gucken, dass ich hier an dem blauen Kabel irgendwie sinnvoll vorbeikomme. So, das hätte ich vielleicht doch Schluss machen sollen, aber naja, wird auch so gehen. Also Lötzinn drauf und dann die drei Adern für die Mausknöpfe anlöten. Und damit sind alle Adern des Joystick-Kabels angelötet. Ich vergleiche gerade noch mal sicherheitshalber, ja, aber das sieht doch sehr identisch aus, nur dass mir, glaube ich, hier bei der neuen das besser gelungen ist, das Anlöten, als bei der alten. Es sieht auf jeden Fall hier von der Kabelführung her sauberer aus. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir die Leiterbahn an der richtigen Stelle unterbrechen. Und das ist einmal das Handwerk hier. So, das ist einmal hier. Da habe ich einen. Habe ich hier nicht einen Stift irgendwo gehabt? Also wir müssen. Hier unterbrechen und außerdem hinter den Knopf ungefähr da so unterbrechen. Und das ersetzen wir dann durch Drahtbrücken, die an die richtige Stelle gehen.
So, dazu nehme ich das mal hier raus, weil da ist mir das zu wackelig. Und wir nehmen das Skalpell. Und schneiden die Leiterbahnen durch. So, Verbindung durchtrennt. So, dann müssen wir hier Masse verbinden und habe ich das hier gemacht. Der Punkt hier oben, der ist schön genug zum Löten. Und das hier ist auch mit dem Wasserpin verbunden. Blau war Masse, richtig? Genau. Wenn wir das, da können wir jetzt quasi einen Lötpunkt von dem originalen PS2-Kabel wiederverwenden. Na, dann hier blau und das da, das verbunden. Genau, und das hier ist übrigens, da können wir das 5 Volt abgreifen, also Masse und 5 Volt. So, und jetzt brauchen wir wieder einen Klingeldraht. So, schneiden wir erstmal ein bisschen was ab. Haben ja genug davon. So, Skalpell wieder zumachen, sonst kann das zu Verletzungen führen. Das wollen wir ja nicht. So, Klinge hier ordentlich. So, ja, gut. So, das Rote nehme ich für 5 Volt und das Rot-Weiße. Das nehme ich für Masse. Ja, genau die Farben hier von dem Kabel kriege ich sowieso nicht hin. Aber für mich ist Rot ist für mich Spannung und nicht Rot ist für mich Masse. Also nehmen wir Weiß für die Masse. Und das müssen wir jetzt hier verbinden, von da nach hier oben. Das hier ein bisschen abisolieren. So, dann wird das hier so ungefähr abschneiden. So, und hier werde ich jetzt mal die eine Seite nicht verzinnen, denn ich will die hier durch das Loch stecken. Und das mache ich mir schwieriger, wenn ich das verzinne. Aber die andere Seite, die wird verzinnt. Wenn euch übrigens fragt, warum ich das Absaugding nicht mehr benutze, ich habe nicht das Gefühl, dass es viel bringt. Deswegen mache ich jetzt die Luftanhalten-Technik. In dem Moment, wo die Dämpfe kommen, halte ich einfach kurz die Luft an. Das kann auch nicht viel schlechter sein. Ich bräuchte mal so eine geile große Absaugeinrichtung. Das Problem ist, dann seht ihr mir nichts, weil da oben hängt ja die Kamera. Ja. Ah ja, es ist. Die paar Lötstellen, das kann jetzt nicht so das Problem sein. So.
das kommt jetzt hier durch das Loch. Muss ich aufpassen, dass es Kontakt hat, aber halt nur zu dem einen. So. Das hat geklappt. Und jetzt müssen wir von hier nach da unten, war eine gute Stelle, ja. So. So, das müsste es gewesen sein. Jetzt muss das ganze Zeug nur noch irgendwie wieder in das Gehäuse rein. Und da gibt es ein kleines Problem oder großes Problem, wie auch immer man das sehen will. Das Kabel hier ist nämlich dicker, weil es hat ja mehr Adern, als das ursprüngliche PS2-Kabel. Und das Loch in der in dem Mausgehäuse ist nur für das dünne Kabel ausgelegt. Das heißt, wir müssen das jetzt ein bisschen vergrößern. Und in dem Oberteil, da passt es noch rein. Aber wenn wir uns jetzt das Unterteil anschauen, dann sehen wir, da ist alles ein bisschen, sorry, Linse, da ist alles ein bisschen eng. Das heißt, das müssen wir vergrößern. Ich hatte bei der anderen Maus, hatte ich das auch schon mal gemacht. Können wir uns mal angucken. Genau, und zwar habe ich das hier vorne abgefeilt. So, und das machen wir jetzt auch. Und das heißt, es wird wieder Zeit für die Mini-Bohr- und Schleifmaschine. Und natürlich Safety First. Schutzbrille. So, dann gucken wir noch mal, ob wir das jetzt passend gemacht bekommen. Dann muss die Platine, und zwar so, dass die LED, die LED ist da unten, wie rumgeht's, so. Das Ganze da so und an den Schraublöchern vorbei auch noch wichtig. Und jetzt muss noch, wo habe ich es denn getan? Das Rad, das muss natürlich auch noch da rein. Das brauchen wir ja als dritten Mausknopf. So, ich habe es jetzt erstmal hier arretiert. Aber die Isolierung ist noch zu lang, weil das muss jetzt hier darüber und da ist das
Kabel zu dick. Das heißt, ich muss jetzt die Isolierung genau im richtigen, in der richtigen Länge abmachen. Und zwar so, dass ich keine der Adern verletze. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also bis da. Skalpell. Das E von Cable ist ungefähr. So. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur den, da ist er, den Deckel wieder drauf machen. Ja, und müsste passen. Ah, ich habe eine Mainboard-Schraube nicht angezogen. Ah, Abzug in der B-Note. Das ist hier Mainboard, das ist ja das einzige, also der Platinen-in-Gehäuseschraube. So, dann gucken wir doch mal, ob wir die Plastiknupsis da wieder drauf kriegen. So, theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Also eine optische Maus mit Amiga-Mausanschluss. Ja, dann bauen wir mal den Ad Astra 3000 auf, schließen die Maus an und gucken, ob es funktioniert. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Habe ich mal wieder zu früh alles zugeschraubt oder wird alles auf Anhieb funktionieren? Tja, wir sind gespannt und dann können wir den Rechner einschalten. Moment, Netzteil einschalten, Rechner einschalten und erster Test, ja, LED leuchtet. Und dann gehen wir doch direkt mal ins Bootmenü. Wenn ich jetzt nämlich beide Maustasten gedrückt halte, dann haha! Also, das hat funktioniert. Wir können die Maus bewegen. Boot Options. Das sieht doch sehr gut aus. Dann starten wir doch mal die Workbench. Und ich habe schon mal ein Programm rausgeholt, mit dem wir die Genauigkeit der Maus prüfen können, nämlich Deluxe Paint. In einem Grafikprogramm kommt es immer darauf an, dass man möglichst akkurat unterwegs ist. Und wir gucken jetzt mal, wie gut die Maus mit Deluxe Paint zusammen funktioniert. Das ist jetzt hier die Paint 3. Genau, und zwar ist das die Version, die bei einem Amiga 600 mit dabei war. Da ist noch eine Diskette. Okay. Hoffen wir mal, dass die Disketten funktionieren. Program. So, erst nochmal hier schauen. Workbench, linker Mausknopf funktioniert, rechter Mausknopf funktioniert. Mittleren Mausknopf, da bräuchte ich jetzt ein Zusatzprogramm, um das zu testen. Aber ja, gehen wir mal davon aus, dass er geht. Und wenn nicht, dann brauche ich ihn nicht wirklich. Ja? Aber das werde ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren. So, dann legen wir mal die Deepaint-Diskette ein. Ja, erstmal die Workbench-Diskette raus, Deepaint-Diskette rein. Deluxe Paint 3. Attempting to load program. Ich finde das immer so schön. Ab Kickstart 2.0 lädt er das Programm nicht, sondern er versucht es zu laden. Es könnte ja schief gehen. Ja,
Ja, und schon hat's Read-Write-Error die Diskette. Okay, Diskette funktioniert nicht. Dann, Moment, ich hole mal eine andere. So, ich habe noch zwei Sicherheitskopien gefunden. Mal gucken, ob die gehen. Deluxe Paint. Was ist jetzt Deep Paint 2? Naja, egal. Bei Deep Paint 2 und, da müssen wir von booten. Bei Deep Paint 2 fehlt die Animationsfunktion, aber die brauchen wir jetzt ja zum Maustesten nicht. Oh, Deluxe Paint 2 works only with Kickstart 1.2. Das will sagen, nicht mit 1.0 und 1.1. Mit höheren Versionen sollte es funktionieren. So, okay. Also. Ja, das sieht auch schon sehr gut aus. Mal hier. D. Dem Ad Astra 3000 und dazu eine Maus. Ah, hier sieht die aus ungefähr so. Ah, Mist, Undo. Ist irgendwo, da sind Löcher drin. Schweizer Käse hier. So. Dann brauchen wir noch zwei Mausknöpfe. Nehmen wir mal einen größeren Pinsel. Und ein Mauskabel. So, VD Ad Astra 3000 mit Maus. Und ich würde mal sagen, die Maus funktioniert perfekt. So, damit haben wir den Ad Astra 3000 mit selbstgelöteter Amiga 500 Plus Platine mit Speichererweiterung 2 MB Chip RAM, Hi-Res Denise. Wir haben die externe Tastatur mit den neuen Tastaturkappen. Wir haben eine optische Maus. Wir haben ein umgebautes PC-Laufwerk ist ja hier drin. Also kein original Amiga-Laufwerk, sondern ein PC-Laufwerk, was ich umgebaut habe, dass es im Amiga funktioniert. Und damit haben wir jetzt einen vollständigen Rechner, mit dem ich alles tun kann, was man halt so mit einem Amiga 500 Plus mit Kickstart 3.1 machen kann. Ja, und das mit so wenig wie möglich alten Amiga-Teilen. Das Einzige, was man ja an alten Beständen nehmen muss, sind die Custom-Chips. Aber alles andere ist jetzt, fast alles andere ist neu. Tastatur hat auch noch alte Komponenten. Wie gesagt, wenn jemand weiß, wie ich mir eine ganz neue Tastatur bauen kann zum bezahlbaren Preis, dann gerne Info in die Kommentare. Und damit ist die erste Phase des Projektes abgeschlossen. Als nächstes geht es dann darum, bei dem Ad Astra 3000 ihn weiter aufzurüsten. Denn wir wollen ja noch in höhere Leistungsdimensionen vorstoßen, als das beim Amiga 500 der Fall ist. Und das nächste, was wir tun werden, ist, ihr seht, ich habe ja den hier an einem Fernseher angeschlossen. Es ist zwar ein Flachbildfernseher, 4:3, aber es ist ein Fernseher. Ein PAL-Fernseher. Und da möchte ich jetzt noch die Möglichkeit haben, zusätzlich ihn per HDMI an moderne Bildschirme anschließen zu können. Und da gibt es auch eine Lösung, nennt sich Amiga Digital Video. Habe ich einen Bausatz dafür. Und wie das genau funktioniert, das
zeige ich euch beim nächsten Mal. So, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ad Astra.